Ja, 30. August in Mantua. So etwas steht hier namenlos in der Gegend herum, so wie ich auch. Ganz kurz zu meiner Giro-Bedingung, wenn ich mich entscheide, dann kann ich im Internet Orte finden, wie diese Habitation hier. Das war früher mal eine Privatangelegenheit. Und dann hat man hier so einen Schlüssel und ist dann unabhängig. Hier kommt man rein. Si prega di chiudere il cancello durante il giorno. Also bitte zumachen, wenn der Tag an ist. Dann habe ich jetzt hier eben gerade wieder zu meiner schönen Unterkunft, wo man dann auch drinnen parken kann. Das ist ein großer Vorteil. Habe ich gerade etwas ganz Tolles gesehen, wovon ich nämlich letzte Nacht aufgewacht bin. Das ist ein Gerät, das sich automatisch selbstständig in den Gang setzt. Also hier, das war früher mal eine private Stadthaus mit Innenhof und Innengarten. Dieses Teil hier. Was machst du? Ein Runner. Und er hat, glaube ich, hier eine Hundehütte, wo er drin sitzt. Ja, genau. Da sitzt er dann drin und irgendwann fährt er los. Das ist wahrscheinlich ein Rasenmäher. Und dann wird das auch bewässert. Ja, also hier kann man sich einquartieren. Das sind richtig vollständige kleine Wohnungen. Und hat einen Runner. Wie man im Sport auch sagt, man hat einen Lauf. Ja, dann geht es hier rein. Hier riecht es super stark nach Chemikalien gegen Motten. Wahrscheinlich ist es dieses hier. Ist sich an das Licht gewöhnt. Also, Appartamente 93 mit hervorragenden Mietern. Da. So ist das. Badezimmer, Küche und